Es sind hochgezüchtete Rennmaschinen, die scheinbar über das Wasser fliegen. Sie haben mit dem ursprünglichen Segeln kaum noch etwas zu tun. Auch nicht das Aussehen der Teams. Mit Protektoren und Helmen ausgerüstet, kämpfen 11 Männer an Bord um den Sieg. Spektakulär soll es sein, um Zuschauer anzuziehen. Nach jahrelangem Rechtsstreit hat der Besitzer des Teams Oracle, Larry Ellison, mit allen Mitteln die begehrte Trophäe nach Hause geholt. Und hier soll sie auch bleiben. Deshalb haben die Amerikaner ihr Recht als Titelverteidiger genutzt und die Regeln nach ihren Vorstellungen verändert. Zu einem hohen Preis. Rund 10 Millionen Euro verschlingt einer dieser Katamarane. Die meisten Länder sind deshalb ausgestiegen. Geblieben sind neben den Amerikanern nur noch Neuseeland, Italien und Schweden. Auch die deutschen Segler schauen zu. Es ist wirklich eine Katastrophe, dass die Teilnehmerzahl so gering ist. Es liegt einfach am Format, es liegt einfach daran, dass da wirklich eine neue Bootsklasse initiiert wurde. Die bis heute nicht unter Wettkampfbedingungen getestet wurde und schwer beherrschbar ist. Solche Szenen waren bisher einkalkuliert. Bis das schwedische Boot Artemis beim Training vor knapp 2 Monaten auseinanderbrach. Der britische Olympiasieger Andrew Simpson wurde unter Wasser eingeklemmt und hatte keine Chance. Er starb mit 36 Jahren. Seitdem hat der America's Cup Schlagseite bekommen. Die Segelwelt hofft nun, dass es mit dem diesjährigen Cup in San Francisco eine Wende gibt. Optimal wäre es für den America's Cup, wenn Team New Zealand gewinnen würde. Denn das hätte eine Chance oder würde eine Chance geben, dass man sich wieder zurückbesinnt auf die klassischen alten Werte. Denn die Neuseeländer sind da schon, was das anbelangt, eher konservativ eingestellt. Das heißt, weg von Show und Gigantismus, zurück zum fairen Wettkampf. Nicht jeder denkt so. Das Spektakel der Superlative gefällt vielen jungen Seglern. Die Qualifikation zum Nachwuchswettbewerb des Cups gewann überraschend das deutsche Team. Modernes Segeln wird von ihnen anders interpretiert. Der jetzige America's Cup in San Francisco ist schon ein deutlicher Schritt vorwärts wieder, weil einfach super viel Action im America's Cup rübergebracht wird. Und ich glaube, das ist, was der Segelsport auf jeden Fall erstmal braucht. Dass die Leute sehen, da ist Action, das ist kein auf dem Boot sitzen und sich sonnen lassen. Ohne Frage, auch dieser America's Cup wird wieder sehenswerte Bilder produzieren. Die können aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass er wieder vernünftige Regeln und damit auch mehr Teilnehmer braucht.